Ja, meine lieben Leute, das Sommer wieder und ich habe heute mal was mitgebracht. Und zwar mal direkt meinen Loading Screen. Wie ihr seht, ich habe gerade schon ein bisschen vorgespielt. Ich habe sogar mit meinem Zweitcharakter tatsächlicherweise ein bisschen Spaß gerade, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ihr seht auch, was ich habe, ihr seht, was ich benutze. Wahrscheinlich könnt ihr euch auch, wahrscheinlich zerschlagt euch mittlerweile wieder den Kopf. Was gilt der denn da für eine Scheiße? Aber unabhängig davon, heute geht's weiter mit dem eigentlichen Banditen. Und dieser Bandit, ich sag mal so, ich habe hier keine Menschlichkeit drin. Ich bin tatsächlicherweise mittlerweile so weit durchgespielt, dass ich tatsächlich mal weiß, was ich machen möchte. Und zwar aufsteigen. Ja. Wieso zum Teufel habe ich das nicht vorher gemacht? Einen davon. Und dann habe ich auch soweit alles schon fertig. Wunderschönen Gruß an den Final Messenger 13, so ganz nebenbei. Den ich ja jetzt hier gerade noch in Skype drin stehen habe. 100% physischer Block, sehr schön. Ich werde jetzt nämlich gerade erstmal so ein bisschen failen. Und failen ist toll. Darf ich vorstellen, den Dämonen-Titaniten. Ach, ich hasse dieses Viech. Oh, fuck. Ich glaube, ich bin noch nicht weit genug für ihn. Ich sag mal, es macht wenig Sinn, muss ich dazu sagen, ihn großartig zu versuchen, wenn man tatsächlicherweise, so wie ich, ziemlich doll am Failen ist und ich glaube, ich habe auch nicht das richtige Equipment gerade für ihn, um ihn... Och, ist doch nicht wahr jetzt. Um ihn tatsächlicherweise auch 30. Das könnte gut dauern, muss ich dazu gestehen. Aber ich gebe nicht auf. Im Gegenteil. Es wird sogar darauf hinauslaufen, dass ich jetzt meinen Spaß haben werde. Und total sterben werde. Nee. Ich glaube, den kann ich noch nicht machen. Ja, der hat noch ein bisschen zu heftig. Ich möchte tatsächlicherweise, und das ist etwas, was ich euch nicht vorenthalten darf, werden muss, ich werde tatsächlicherweise keine Wunder oder auch keine Bülomantie benutzen. Weil ich tatsächlicherweise das ein bisschen lame finde. Nicht allzu, aber ein bisschen schon. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich den tatsächlicherweise... 30 Schaden, das ist ein bisschen wenig. Vor allem, da ich ein bisschen mehr gemacht hatte. Ich guck mal ganz schnell was nach. So, unabhängig davon muss ich natürlich erstmal nochmal ganz kurz meinen Ordner schließen, wie ihr gerade unschwer gesehen habt. Ich möchte nochmal aufsteigen, fällt mir gerade so auf. Kann ich denn noch einmal? Natürlich kann ich noch einmal. Und ich werde tatsächlicherweise wirklich ein bisschen mehr aufs Stärke skillen. Paradoxerweise, nicht? So, dann wollen wir mal durch. Ich habe jetzt extra nochmal für den Werten hier in Final Messenger 13. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Es ist schön, wenn ich irgendwie die ganze Zeit, was einfällt, was ich dann doch wieder vergesse. Ich will nämlich tatsächlicherweise dieses Leuchtfeuerchen hier entfachen, weil hier gibt es tatsächlicherweise so ein, zwei Sachen, die ich, beziehungsweise ich bräuchte hier noch ein paar Estrus-Verkons. Yeah! Und bei dem, was kommt, ich glaube, dass ich sterben werde. Beziehungsweise, ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich sterben werde. Von daher, ganz kurz, was habe ich ausgerüstet? Die Axt, das habe ich, sehr schön. Heute geht es nämlich tatsächlicherweise hoch zur Glocke.
Und wir wollen die erste Glocke läuten. Nachdem wir die erste Glocke geläutet haben, fangen wir dann mal so ein kleines Nebengebiet an. Und das muss ich euch so sagen, wie es ist. Dieses Nebengebiet, was ich dann anfangen werde, ist tatsächlicherweise, mache ich tatsächlicherweise nur, damit ich dann auch anständig durchkomme für den, damit ich dann auch tatsächlich durchkomme, um zum nächsten. Wie hieß denn das? Zum nächsten großen Gebiet. Zu kommen. Mhm. Jappa. Na, au. Au. Fuck. Tu mir nicht so weh. Du tust mir weh. Oh shit. Wer säuft schneller? Ich. Geht doch. So. Hier vorne, ganz wichtig, dass wir erst den Priester kaputt hauen. Weil hier gibt es eine ganze Menge Minis. Ah! Nein. Irk. Alter. Leute, ihr tut weh. Ich sag dir. Au. Dark Souls ist tatsächlicherweise eines der wenigen Spiele, wo dich auch die Low-Level-Creeps total zerstören können. Wir wollen erst einmal ganz langsam hier durchschleichen. Ganz leise. Ich sehe schon, der wird mich sehen. Ja, da hat er mich gesehen. Warum zum Teufel? Willkommen. Nix, Freundchen. Wenn es so nicht klappt, dann muss ich dich halt abstechen. Das weißt du doch. Tö, da tut der mir noch weh. Ich sag ja, ich brauche hier tatsächlicherweise ein bisschen mehr Estus-Waggons. Als tatsächlicherweise notwendig sind. Hier hinten finden wir eine geheime, beziehungsweise nicht so geheime Wand. Und da oben finden wir eine Zelle. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Ja, er steckt fest, aber was willst du machen? Ja, Herr Lautrec. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Ja, ja. Später. Mhm. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Na gut. Wenn er so will, dann will er so. Knight Lautrec. Ich hasse ihn. Ehrlich gesagt, er wird schon noch, er ist so der typische Anti. So, hier vorne finden wir noch eine neue Seele, wieder mal. Oder eine Menschlichkeit, das geht natürlich auch. Menschlichkeit ist immer gut, können wir gut gebrauchen. Vielleicht habe ich ja sogar Glück. Und vielleicht habe ich ja sogar tatsächlicherweise Glück und werde was finden jetzt bei den Dingern da, die dann gleich kommen. Eine Seele Soldat. Ich suche tatsächlicherweise ein Herbeirufungssymbol. Wir hatten ja vorher von Solea von Astoria. Insofern hatten wir da ein bisschen was gemacht gehabt.
Und den guten Herrn Solaire kann man tatsächlicherweise auch beschwören. Beschwörungsphantome funktionieren wie folgt. Und zwar haben wir ja, wenn wir menschlich sind, können wir tatsächlicherweise auch Phantome beschwören. Und diese beschworenen Phantome, muss man dazu gestehen, die helfen uns dann tatsächlicherweise so lange in dem Gebiet, bis der Boss besiegt wurde von diesem Gebiet. Und hier oben finden wir dann auch ein Rufsymbol. Ho Musashi, wer ist das denn? Ha! Ritter Solaire! Dann rufen wir ihn mal, den Ritter Solaire. Ist übrigens ein sehr schönes... Ja, ein sehr schönes Dingenskirchen. Phantomritter Solaire gerufen. Hi! Solaire kämpft jetzt an unserer Seite. Deswegen, ich hatte überlegt, tatsächlich killst du ihn für seine Rüstung? Ja? Ich glaube, wir werden Solaire noch ein, zwei Mal in diesem Spiel sehen. Beziehungsweise auch als Kollegen. It's Boss Time! Und da zeigt sich mal wieder der High-Res-Patch von seiner absoluten Glänze. Gucken wir da hoch. Wir sehen tatsächlich sogar vier Sachen, die wir von ihm bekommen können. Einmal sein Helm. Ja. Zum anderen bekommt man, kann man. Zum anderen kann man tatsächlicherweise seinen Schwanz abschlagen. Oh, das war knapp. Das war so fucking knapp, Baby. Nein! Ich glaube, Solaire hat mir jetzt gerade tatsächlicherweise den Spaß verdorben. Aber sowas von. Da stelle ich gleich nochmal Dark Souls ein bisschen lauter. Aber sowas von hat er mir jetzt gerade tatsächlicherweise den Spaß verdorben. Heul! So, jetzt, da wir hier wieder oben sind, gehen wir nochmal rein. Da haben wir wieder die Glockengargoyles. Au. Nicht gut. Au, das hat weh. Das hat weh. Ich will tatsächlicherweise von dem Kerl den Schwanz abschlagen. Das stellt sich jetzt gerade als ein bisschen problematisch dar. Nicht gut! Warum habe ich meine Seelen vergessen? Jetzt war ich gerade tatsächlich abgelenkt, weil ich dachte, ich hätte tatsächlich noch... ich hätte meinen Loot tatsächlich schon aufgesammelt gehabt. Verdammt! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das war gerade eigene Dummheit. Seien wir ganz ehrlich, das war gerade ganz eigene Dummheit. Take 3! Dieses Mal kriege ich da einen Schwanz. Oder auch nicht. Ganz ehrlich, ich mich... das ist wieder so eine Sache. Ich möchte euch den Schwanz tatsächlicherweise nur zeigen. Damit ich euch den Schwanz zeigen kann. Ja. Na komm. Nicht gut. Au.
Ich muss hier weg. Oder auch nicht. Wenigstens habe ich tatsächlicherweise jetzt schon die Axt gekriegt. Die Gargoyle-Axt. Da ist er. Wie ihr seht, ja, ich glaube nicht, dass diese Waffe gut ist. Nicht zuletzt, weil sie mit Fluch, Toxin, sonstiges alles kommt. Und eine unheimlich schlechte Schlaganimation haben. Hat. Wie ihr seht, da kann man nicht mal kombonen. Und der Heavy Blow. Jo, noch schneller. Ich lauf mal wieder hoch. Take 4. Und da sagt man immer, man solle doch lieber Limit 2 nehmen. Egal. Dieses Mal, mein Freund, krieg ich dich. Und wenn das letzte etwa Diktatur. Ja. Hier habe ich gut Pause. Ja, ich meinte ja so am Anfang, es gibt vier Sachen, die man tatsächlicherweise von ihm kriegen kann. Einmal seine große Axt, die er am Schweif hat. Dann tatsächlicherweise das Schild, was er hat. Und... Au, Kacke, jetzt habe ich ein Problem. Komm, 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 move on. Nicht gut. Hörst du wohl auf, mich zuzufeuern? Nicht gut. Boah. Wie komme ich da jetzt weg? Das ist jetzt ein Problem. Nee, nicht gut. Es wäre einfacher. Wenn ich ihn treffen könnte. So wie jetzt gerade. Was hat mich da getroffen? Ach, der zweite. Wenn einer hinüber ist, dann geht das um einige leichter. Ups, ouch. Problem an der Sache. Ach, Gottes Willen. Ich kann nichts machen, wenn diese... Mistviecher. Hat er sich gerade... Hat er gerade seinen Bruder angehauen? Hat er? Na, das wird noch was. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Komm. Schade. Schade. Tatsächlich der Weise der letzte Versuch, wo ich dann auch irgendwelche Nummern nennen werde. Take 5. Danach kommen irgendwelche Spaßnummern. Au. Dem bin ich doch ausgewichen.
Dem nicht. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Dem bin ich nicht ausgewichen. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Du zerschmetterst mich. Erk. Machen wir eine ganz fiese Strategie. Eins. Es lebe die schwere Attacke! Es lebe die schwere Attacke! Geil! Das persönlich, ehrlich gesagt, das, was am seltensten droppt. Der Helm. Endlich! Sehr schön. Sehr, sehr schöner Helm. Bisschen schwer, okay. Aber sehr, sehr schöner Helm. Tatsächlicherweise der seltenste Drop überhaupt aus dem ganzen, Komplex. 10.000 Seelen. Yo. Und hier oben können wir dann endlich unsere Glocke läuten. Kalling, kalling, kalling. So, sehr schön. Wir wollen einmal hier hoch. Ja. Ugh. Böse Gargoyles. Böse Gargoyles. Und wollen dann auch hier einmal den Hebel ziehen. Weil der Hebel lässt sich nicht ziehen. Kling. Glöckchen. Klingelingeling. Noch gar nichts gemacht, muss man dazu sagen. So, und jetzt, da wir das hier geschafft haben, wollen wir mal ganz doll wieder runter. Wir können zwar jetzt einen Heimkehrknochen nehmen, den ich auch gleich nehmen werde. Aber wollen stattdessen einmal zu Mr. Creepy McCreep und eine Geste lernen. Aha. Look at me, bro! Ja, auf jeden Fall wollen wir eine Geste lernen. Come at me, bro. Und wir können ja auch ein paar... Oh. Wir können ja tatsächlicherweise auch ein paar... Items kaufen. Ring der Opferung. Sehr schön. Sehr schön. Blutbissring. Giftbissring. Sehr schöne Sachen, die er da tatsächlicherweise mitbringt. Karmische Gerechtigkeit. Ein Wunder. Oder Felkas Talisman. Auf jeden Fall schöne Sachen, nichts für uns. So, ach, ich spare mir das jetzt mal ganz. Ich spare mir das jetzt mal alles. Mein Heimkehrknochen. Ja, einmal zurück zum Heim. Einmal nach Heim, nach Eis. Und ich versuche es jetzt nochmal. So, ich brauche davon einen und... Oh, einen kann ich sogar noch. Dann nehmen wir nur Kondition mit. So, dann wollen wir jetzt nämlich nochmal so ein bisschen Rache üben. Vielleicht schaffe ich ihn jetzt. Ich bezweifle es, aber vielleicht schaffe ich ihn jetzt. Ja. Na, komm nochmal her, Digga. So, komm her. Och, ja. Au, 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 au. Wieso hat...
Ja, jetzt bin ich tatsächlicherweise in so einen kleinen Pfahl gerannt. Ja, nee, du, ist klar. Ja, nee, du, ist klar. Es gibt tatsächlich etwas, was mich interessieren würde. Und zwar... Kann ich tatsächlicherweise auf mein Astoras-Schwert ein Goldharz auftragen? Das würde mich interessieren. Andererseits... Ah, was soll's. Ich habe mein Claymore offscreen ein bisschen aufgewertet auf plus 3 oder plus 4, glaube ich. Nee, ich glaube plus 3 war das. Was? Warum? Was? Du willst mich aber verarschen jetzt, oder? Jetzt habe ich gerade extra einen Goldharz dafür verschwendet. Ey, hallo? Wow! Da habe ich sogar direkt beim Titaniten rausgeschmissen. Ja, nee, da kann ich einen Scheiß machen. Wenn er mich direkt beim Titaniten raushaut. Nee, sorry, aber da kann ich einen Scheiß machen. So, versuchen wir es nochmal. Statt nehmen wir den Astoras. Yo. Einmal nehmen wir noch und dann versuchen wir ihn noch. Weil tatsächlicherweise wollen wir wirklich einmal sterben. Ups. Na komm, Dicker. Das kann übrigens eine Weile dauern, bis ich ihn hier kaputt habe. Da er gut und gerne mal seine 2000 Leben hat. Ne, 1500 noch was. Verkuscheln. Ich will kuscheln. Ja, ich will mit dir kuscheln. Du. Junge, Junge, Junge. Nicht gut. Es geht doch. Ja, komm. Da hat mich der Schwanz erwischt. Upsa. Nicht gut. Au. Upsa. Schöner Schwinger, muss ich ja gestehen. Der war echt schön. Nur leider nicht wirksam. Ah, nix ist. Ich verliere nicht gegen dich. Bingo! So, jetzt bin ich gespannt. Oh. Schade, man kann nämlich tatsächlich von ihm nicht nur einen Dämonen-Titaniten bekommen, sondern auch eine schöne Waffe. Und nee, ist klar. Tatsächlicherweise habe ich ja noch was zu kaufen bei ihm, fällt mir so auf. Ich muss nämlich noch die Waffenschmiedekiste kaufen. Das kann ich aufscreen machen. Nee, das mache ich ein andermal. Das, was ich haben wollte heute, ist geschafft. Und insofern, bis dann. Dean, du.